Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. KDK von Thüringen, Version 3.1.01. Ja, Kalkstreuer, den ich rechts zu stehen habe, soll ja mal weggeräumt werden. Dieses Silo soll später mal in den Mais reinkommen. Und das linke wahrscheinlich. Das mittlere ist, das wo ich gerade bin. Das sollte gut sein, also würde nicht verpacken. Rechts könnte es verpacken. Ob das so ist, wenn man dann sieht. Und dort zumindest liefern lassen. Aber vor diesem Kercher, damit kann man das ja ein bisschen korrigieren. Beziehungsweise durchs Einfahren der Betonwand, die den Häcksel gut entfernen. Und dann kann man die Silage noch rausbekommen. Klar, ist aufwendig, ist mühsam, aber es geht. Jo, den räumen wir jetzt weg. Und dann überlege ich mir, dann werden wir jetzt das Gras mähen. Ja, was sollen wir tun? Wir können ja ein bisschen Silage reinkippen in die BGH. Das geht ja auch. Den überflüssigen nachher. Nase juckt. So. Zu früh. Ein bisschen beeilen, er kommt der Missfahrer hier angefahren hier. Aber ich wollte mal sehen, dass ich hier jedes Teil seinen Platz kriegt. Und das ist, glaube ich, hier ganz gut. Dann können die anderen beiden Geräte hier auch hin, die aktuell im Einsatz sind. Die könnten auch theoretisch Dünger fahren, aber von der Farbe ist die so gewählt, dass da Kalk rein kann. Ne? Also man weiß, aha, ist Kalk drin. So. Ich habe auch gar keinen Anhänger für, wo wir es kaufen könnten. Ne? Haben wir nicht. Ich kaufe wieder mal einen. Denn ich brauche, muss ja mal Dünger ranfahren und so, damit wir mehr Kalk, Fahrzeuge haben. Um diesen war ich ganz gut begeistert. 52, 42. Ne, der 42er ist mir zu klein. So. Und immer Michelin. Gut. So kaufen wir den mal, ne? Denn wir müssen auch Kalk haben. Und den gibt es bei Landhandel Müller. Den können wir gleich mal kaufen. Denn sobald die Felder abgeerntet wurden und sobald der Skill, das DLC drauf ist oder dieser Personalfarming, sagen wir so, ne, drauf ist, dann brauchen wir Unmengen Kalk. Und da werden wir jetzt einfach mal 2-3 Flugen Kalk kaufen. Und das, oh, das ist dann ideal, muss gleich machen, ne? Denn hier haben wir ja keine Zeit. Bei der Ernte, da haben wir zu tun. Ja, der Traktor ist sehr schnell, ich weiß. Ist hier in der Ecke auch sehr gefährlich, wo es üblich ist. Durch das Gewicht vorne ist ein bisschen instabil, weil ja hinterher noch kein Gewicht ist vom Anhänger, ist es jetzt etwas, naja, 116 km/h gefahren. So eine kleine Bundesstraße, so eine Ministraße, bitte nur ein Fahrzeug. Das war früher zu Ostzeiten noch verkraftbar, da war nichts los. Und da konnte man schon mit dem Motorrad ein bisschen Gas geben.
Da war die Gefahr nicht so groß, dass da Polizei stand. Die stand ganz gern woanders. Bei uns war das früher nicht teuer, aber das, was weh tat, war der Stempel. Und durfte in einer gewissen Zeit, ab fünf Stempel waren die Flempen weg für längere Zeit. Und klar, jeder Stempel hat nur eine bestimmte Zeit gegolten. Dann wurden die ungültig. Aber das ging schnell. Licht nicht in Ordnung oder dergleichen. Irgendwas war immer gut gewesen. Also wenn man suchen wollte, ja, dann war schon mal einer mehr drin. Ne? Und zu schnell fahren, ja, auch schnell. Zack. Und dann muss ich überlegen, ne? War das denn wichtiger, Schnellfahren oder Führerschein? Ne? Führerschein war ja auch immer ganz wichtig. Also ich habe den gebraucht, um zur Arbeit zu fahren. Und da, wo ich hin wollte, das ging nur mit Moped. Oder später Motorrad, aber wie gesagt, ohne Führerschein hieß es Fahrradfahren. Also fahren Schwarzprinzip ohne Führerschein. Das hast du nicht lange gemacht. Da hat der Polizist, der war der Kantart, genau, der wusste genau, was los war. Und der hätte dich erwischt. Also das wäre gar nicht anders gegangen. Das wäre nur eine Frage der Zeit gewesen. Wahrscheinlich hätte auch einer angeschwärzt, das kann auch noch sein. Und dann hätte er auch dich gelauert, ne? Und dann zuck, ja, die Flappen weg. Also längere Zeit noch, ne? Obendrein. Bußgeldstrafe. Ah, da hat man schon überlegt, ob ich einen Rase oder nicht. Ich meine, gut, Bundesstraße mit 80 km/h war erlaubt. Gut, Motorrad fuhr damals 110 ungefähr. Ja, aber da war auch schon voll ausgefahren, ne? Gut. Hast du dann gehalten, sagen wir so, ne? So, jetzt haben wir Kalk. Ja, das waren noch Zeiten. Alkohol 0,0. Also drüber war Flappen weg für ein Jahr oder so. Alkoholiker sind neben uns keine Gefahr. Und wenn nur kurz. Also da war noch der Spruch da. Da brauchst du die Kinder nicht einsperren, weil Alkoholiker flappenlos wurde. Also da war, fahren wir nicht in Mais rein, du. Das kann auch ein bisschen sein, wenn man überhaupt nicht klarkommt. Das ist durchaus möglich. Naja, gut. Haben wir Allrad? Wir haben Allrad, ja. Ein bisschen mit dem Gas aufpassen, ne? Ja, wir kaufen ja mal Kalk. Hier vorne hat er immer Probleme mit dem Laden, ne? Mit Karte laden. Kann sein, dass ihr die Ortschaft entsprechend performance-technisch was fordert, ne? Ist aber okay. Ist ja nicht regelmäßig. Ja, Junge, hier ist verkehrt. Ja, hier ist das Sägewerk links, ne? Und hier unten ist, ne? Das Sägewerk ist da vorne. Ich wollte aber nicht hierher, ich wollte mir Kalk kaufen. Kalk ist von Landhandel Müller. Weil es noch so ist wie früher. Eigentlich schon. Dort muss ich suchen. Dann können wir auch mal einen Dünger kaufen bei Gelegenheit. Dann ein bisschen Reserve haben. Die Fußgänger, die kennen da nichts. Ach, hier haben wir noch Silagebahn zu liegen. Wie kommt der wieder auf dem Feld?
ein Ding. Ich hab die alle rechts hingestellt. So einer auf dem Feld, auf der Wiese. Aber das kann schon sein, darum übergerollt. Also hier spukt es. Teilweise. So, hier ist Landhalle Müller. Gott sei Dank ist da. Das hätte ich noch suchen müssen. Ja, hier unten, wo das Sägewerk war, das alte, hatte ja keine Funktion außer Verkauf. Da ist eine Düngerfabrik. Frag mich jetzt nicht, was da jetzt, was wir jetzt brauchen zum Dünger erstellen, ne? Also normalerweise Mineralien aus dem Bergwerk. Kaliumsalz und all so ein Zeug. Phosphor. Hier aus dem Rohr kommt das raus. Hier kann man alles holen. Sogar. Ja, Saatgut, ne, zum Beispiel, ne? Dünger auch. Also ich brauche jetzt Kalk. Also hier kann man auch Flüssigdünger holen und Herbizide. Man muss nur einen anderen Tank haben, ne? Logisch. Im großen Anhänger geht es nicht rein. So. Jetzt passt es optisch auch. Jo, das passt. Können wir gucken, dass der Decoder nicht überlastet ist. Etwa bei 70%. Das ist auch der dafür, dass das Programm jetzt aufgenommen wird. Also im Prinzip das Spiel dekodiert, keine Ahnung warum, weshalb. Wenn das jetzt Encoder, ja, Video Encode, keine Ahnung. Umgekehrt, wenn das Video abspielen will, ist der Video Decode entscheidend. So Kopie, keine Ahnung, 3D läuft bei 50%. Im Schnitt, oh, ist voll. Also, ich weiß nur, dass es nicht ausgelastet sein darf. Ne? Hat er gerade einen Sprung gemacht, der Encoder. Eine Spitze von 100%, knapp. Knapp. Ist auch okay. Immer wenn viel Leistung angefordert wird, also im Prinzip hier viel grafisch dargestellt wird, da kommen so eine Sperrenzchen. Wir können den anderen Weg nehmen. Ah, da kommt der andere Gegenverkehr. Mistfahrer. Blocking Mist. Naja, kein Gegenverkehr. Blocking. Schauen die Förderbahn aus. Aber da können wir ganz kurz mal ranfahren. Auf den Weg Richtung Landhalle Müller. Und mal Kalk kaufen. Obwohl Dünger wäre wichtiger, das wird nicht reichen, der Dünger. Für alle Felder und für, ja, für die Wiesen vor allen Dingen. Da muss ich auch noch mal düngen. Also den Kalk werden wir jetzt abkippen. Am Hof. Am Lager. Und dann werden wir gleich mal Dünger holen. Denn ob das nachher bei der Marsch dran denke, ist so gut wie unsicher. Und dann kann man lieber 50.000 von da entsprechend mal doch mal einlagern, aber wie gesagt, dann haben wir 50.000 auf Lager oder 52.000. Es gab mal früher einen Mod, der das Gewicht dargestellt hat, also umgerechnet. Denn klar, wenn ich jetzt 52.000 Liter Stroh drauf habe, ist das nicht das gleiche wie 52.000 Liter Kalk, ne? Oder Dünger halt. Ne? Dünger ist dann noch schwerer als Kalk. Das sind jetzt 32 Tonnen. Zeigt er mir an. Mal schauen, ob Dünger schwer ist, wie viel das ist. Das ist ja auch die entscheidende Frage, wie ist die Fahreigenschaft, ne? Klar, wenn 10 Tonnen mehr sind. Klar, logisch. Ach, deswegen soll auch die, ist auch die Achse stärker belastet. Es geht wohl eine Straßenbelastung insgesamt bei 40.000, bei 40 Tonnen, nicht 40.000. Bei Tonnen sind es 40.000, 40. So, das Kalklager ist hier vorne rechts. Links war das Lager für Herbizide und Flüssigdünger. Muss gleich ein Symbol kommen. Wenn es nicht kommt, dann muss kurz in die Halle reinfahren.
rückwärts. Das 2400 Gewicht. Schon heftig. Nur wird es eingelagert. Und jetzt wird es innen drin angezeigt. Soweit ich weiß, laut Bauer Hannes, so wie er sich nennt, würde das mit dem Kies und mit Sand nicht funktionieren, weil es zu schwer wäre. So, wir fahren jetzt Richtung ja, Lachen Müller über den Mistfahrer, ne? Der garantiert rumsteht. Jo, Auto. Was ist los hier? Stau. Nichts zu tun. Schon wieder kein Förderband. Der kommt nicht hinterher. Vielleicht muss ich doch einen größeren Hänger nehmen, dass es da ja mehr geschafft wird, ne? So. Fahr vorbei. Jo, Bäume. Das wollte ich eigentlich im Winter machen. Ich habe es nur probiert gehabt, ob es geht. Das Sägewerk. Ob Bretter so läuft und die anderen entsprechend mitläuft, hinten noch Holz rum. Ja. Das wollte ich im Winter machen. Da haben wir eh genug zu tun. Da können wir auch den Schlachttruppenbetrieb nehmen. Die Schweine zum ersten Mal kaufen, die ersten 60 ungefähr. Oder auch 40 müssen auch reichen. Schweine sind sehr fleißig, sind ja sehr, sehr vermehrungsfreudig. So, nehmen wir Dünger, ne? Dünger. Einmal Dünger bitte. Gut, vorne haben wir 34 Tonnen gehabt. Kann man jetzt zusammenkriegen. Fahren wir außen lang. Na, passen wir da durch. Ups. Hier ist die Düngemittelfabrik. Könnten wir auch mal überlegen, dass wir das mal in Schwung kriegen. So. Jetzt wollte ich Dünger nehmen. Obwohl, die Tonnenzahl ändert sich nicht, ne? Komisch. Wir müssen mal den Realismus-Mod aktivieren. Dann wäre das, glaube ich, eine andere Geschichte. Den glaube ich weggenommen, ne? Der erste ist fertig mit Düngen. Dann kümmern wir uns gleich mal drum. Das ist jetzt Feld 12, ne? Ja. Das ist Feld 12. Da brauchen wir nicht jetzt zurückfahren. Der Dünger war teuer. Es geht bergauf. Einfache Bereifung wäre ganz schön schwierig gewesen. So, die Schauer, das soll es halt auch schon für heute gewesen sein. Dann noch schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss. Und ciao. Ja. Warum geht's hier weiter? Hier in Thüringen. Ein Feld haben wir noch zum Düngen. Tschüss. Vielleicht mal so mal mit der Folge, ne? Tschüss.